Moin zusammen, weiter geht's mit Kosmotier und die Flotte ist soweit wieder repariert. Genau, wir noch einmal zwischenspeichern hier. Haben echt viel Kupfer eingesammelt inzwischen. Dass wir uns jetzt langsam wieder ins nächste Gebiet ranwagen hier, beziehungsweise ins nächsten Bereich, ne? Ist ja nicht das nächste Gebiet. Schauen wir mal, was es Schönes da oben gibt. Ich hasse auf jeden Fall diese Haymaker-Schiffe. So, Kupfer abgebaut. Sehr gut. Mal dich da rantrauen, da oben. Alles reparieren? Was ist denn da schon wieder kaputt? Da oben die Stelle ist schon wieder kaputt. Okay, ein Hypersprungbarke, mehr ist da gar nicht. Alles reparieren. Okay, dann halt nicht. Fliegen wir mal in den nächsten Sektor und schauen mal, was uns da erwartet. Ach du verdammte. Okay. Oh Gott, und sie kommen. Sie kommen, sie kommen, sie kommen. Yep, und wie die kommen. Gut, die Railguns fangen so viele ab wie möglich. Raptor, ach du... Ach du, nee, ne? Wenn das jetzt mehrere von denen hier werden, habe ich ein verdammtes Problem hier. Okay, Verteidigung, ne? Verteidigung. Bouncer, okay, das ist, scheint auch der größte und stärkste zu sein hier. Da durch. Nachgeladen ist. Da schon wieder alles nachgeladen, ne? Aber sie schießen nicht. Gut. Okay, dann anders. Einer geht auf die 2. Stopp. Der auf 1, der auf 2, ne? 1. So, alle Kanonen
versetzt schießen. Jetzt schießen sie endlich. Aus. Vorwärts. Kommen noch zwei so eine Geschosse. Der Kern macht's da nicht mehr lange. Vorwärts, vorwärts. Der ist down, der Raptor. Railgun, Werfermodul, hier einmal oben bitte hoch. Der ist aus. Okay, cool. Ja, nur Hope hat Schäden erlitten tatsächlich. Haymaker nicht wirklich. Und einpacken. So, und das Ding braucht regelmäßig Munition, ne? Ansonsten ist natürlich schon ziemlich blöd, wenn wir da eigentlich ein echt gutes Kampfschiff haben, aber das halt nicht versorgt wird, ne? ...1200 Schuss, zack, zack, zack. So, Munitionsbunker auffüllen. Schafft dann Platz für anderen Scheiß hier. Okay, super. Dauert jetzt natürlich so ein bisschen der ganze Transfer. Aber hier sind echt so die Außenseiten, ne? Die am schwächsten sind. So, wenn ich jetzt sage, abbrechen, wir bauen einfach. Ach guck, Drops, schon ist heil, ne? So, und dasselbe machen wir hier unten auch nochmal. Mit dem da. Einfach mal überschreiben. Alles reparieren. So, Türen, zack, MP-Rakete nachgefüllt, Abwehrgeschütze nachgefüllt. Weiter im Text. Einmal zwischenspeichern.
Und dann gucken wir mal, was es hier Feines gibt. Zielgebiet. Geht drauf zu. Und er dreht um und er kommt rein, ne? Zack. Große Schubdüse, nö. Railgun, Werfermodul. Ach, guck. So. Flieg mal da lang, flieg mal da lang. So. Du fliegst mal bitte hier rüber. Versuchst du da mal durchzuballern. Die dürfen jetzt einmal alleine schießen. Macht die doch, glaube ich, wieder beide auf 1. In die Schilde. Nur leichte Schäden, aber wieder die linke Seite mit der Minigun. So, Munition versorgen. Dann sind wir da im Prinzip auch fertig, ne? Diese Station müssen wir erreichen. Eliminiere Piraten. Ja, das ist ziemlich hart, Don. Es ist zweimal Haymaker drin, ne? Na, was vergessen wir oben? Okay, zwischenspeichern. Penfento-Station. Okay, da muss ich runter. Aber, guck mal hier oben.
den Kupfer und Uran hier. Das nehmen wir mit. So, Haymaker, schön schnell. Das hat nämlich auch noch Kupfer. Da auch noch echt viel Kupfer und Titanium. Kohlenstoff da hinten. Zweimal sogar. Sehr gut. Super, direkt in die Diamantenquetsche hier. So, dann fliegen wir mal zu der Station darunter. Das ist nämlich, glaube ich, eine Raumstation, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Jo, sieht gut aus. Können wir kleine Rast machen hier unten. Höhlenbrecher. Nuklearraketenteile behalten wir aber sowas von. 346 mal Tri-Stahl. Ich könnte im Prinzip meinen Frachter verlängern und die Railgun noch größer machen. Personaltechnisch habe ich alles voll, ne? Ja, nicht ganz. Zwei habe ich hier tatsächlich verloren. Da können wir keine holen. Dispatcher lässt mich nicht anrufen. Okay, dann einmal runter zur Penfento-Station. Oh, Kupfervorkorb XXL, da halten wir an mit dem Frachter. Sehr gut. Und abbauen. Ich mache mal einmal kurz die Überspulenfabrik und die Spulenfabrik aus. Einfach nur um zu gucken, wie viel kam denn da jetzt bei rum. Ne? Guck mal, aktuell haben wir Kohle an Bord. Oder Kupfer meine ich. 11 Mal. Gibt's denn
30. Das hat sich echt gelohnt. Boing, boing. So, zweimal an Bord holen. Was haben wir denn noch für... Ach guck, haben wir alle Pläne gekauft anscheinend, ne? Okay, 160. Der baut hier immer noch ab. 169 mal, 170 mal Kupfer. Mal tatsächlich. Sehr gut. Müssen wir mal gucken hier. Da, ne? Lager für Kupfer. Da schmeißen wir mal die Spulenfabrik an. Zack, 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 zack. Und dann wird umgelagert und Spulen gebaut. Klasse. Dann fliegen wir hier mal runter. Die sind auch voll besetzt. 500 mal Munition. Hochexplosivraketen, ne? Haben wir echt viele von an Bord. EMP-Raketenteile haben wir auch viel zu viele. Sehr schön. Gut, dann fliegen wir mal ein Stück nach außerhalb, außer Reichweite von der Station. Und dann werden wir hier den Flieger noch mal ein bisschen modifizieren. Na, guck mal, wir sind ganz hinten. Mit der Railgun nach ganz vorne haben wir auf jeden Fall noch ein kleines Stückchen. Und da ein großer Reaktorkern. Wir können ja im Prinzip das hier einmal so nehmen, wie es ist. 1, 2, 3, 4. Ups. 1, 2, 3, 4. Yes. Da, ne? Geschütz, genau. Beschleuniger. Beidseitig. 3 und das Auswurfmodul. Nee, komm, wir machen hier 4 draus. Oder 5. Und da den Auswerfer. Gut, Laufband. Sehr schön. Dann brauchen wir da auf jeden Fall noch Lagerfläche zwischen. Okay, das war zu viel. So, ich würde erstmal sagen, mach das mal so, ne? Aber Flur brauchen wir auf jeden Fall noch. Und Türen. Ups. Und Abflug. Gut, das wird erstmal gebaut. Nicht genug Stahl. Ah, okay. Ja, guck mal hier, ne? Die fleißigen Bienchen liegen damit rüber zum Bauen. Wie viel? 799 mal Eisen an Bord.
Das heißt, die Stahlschmelze wird jetzt auch erstmal laufen. Was war er denn für einer hier? Okay, bauen. Kriegen wir noch mehr Lagerfläche rein? Nee, ne? Nicht genug Stahl? Nee, tatsächlich. Müssen wir dann einmal zusammenschmelzen lassen hier. Aber anscheinend will keiner, ne? Okay, wahrscheinlich, weil ich keine... Doch, habe ich Lagerfläche für Stahl. Ah, nee. Machen wir es einmal manuell hier. Ist auch nicht weiter schlimm. Mal. Ja, ich müsste da oben eigentlich noch die Frachträume gleich schließen. Sehr gut. 384, ne? Und zweites Mal passt schon wieder nicht mehr. So, noch 400 mal Eisen. Und weiter geht's mit der Produktion. Thank you.
Oh, ist das Eisen gleich alle? Mal habe ich hier irgendwo noch. Ja, kann gut sein, hier in der Raketenfabrik irgendwo, ne? Na, ist auch wurscht. Gut, dann können wir noch ein bisschen Frachträume erweitern. 188, oh, passt nicht. Da ist noch Eisen. So, reicht eigentlich schon bald, ne? Ja, passt. Zack. So, und zum Einlagern kommt da dann Munition noch an den Rand. Yes. Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal eine kleine Pause. Sehen uns gleich wieder. Viel Spaß weiterhin. Bis gleich und ciao.